Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sirk und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, und heute gibt es wieder Weekend League Highlights. Die letzten drei Spiele natürlich. Ja, letztes Spiel haben wir auch gegen Teamox gespielt. Manche werden sich bestimmt jetzt fragen, ey Sirko, wer ist denn Teamox? Er ist ein E-Sportler, er spielt für VfL Wolfsburg. Ich habe auch diese Woche sehr gut gespielt. Ich stand sogar 12-0 und dann habe ich meine Niederlage bekommen, dann 12-1. Und bei 13-1 habe ich gegen No Hand Gaming gespielt, also gegen Benji. Ich habe das Spiel auch 2-0 gewonnen. Auf jeden Fall GG. Es hat sehr Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich auch weitergespielt. Ich stand dann 18-1 und dann habe ich drei Niederlagen hintereinander bekommen. 18-4. Jetzt kommen die letzten drei Spiele und wir stehen momentan 23-4. Mal sehen, ob wir Elite 2 geschafft haben. Let's go. So Jungs, wir stehen momentan 23-4, also drei Spiele noch übrig. Let's go. Let's go, 1-0 hier. George Best. Ja, war rot, Time-Finishing, aber ich habe auch anders erwartet halt den Ball, ne? 2-0, 90 Minute. Haha, nein. Ey, das ist immer das Gleiche, ne, mit Ronaldo, mit R9. Immer, wenn er mit rechts schießt, egal ob du gelb oder grün triffst, immer an die Latte mit rechts. Aber mit links macht er rein. Und so habe ich auch meine Spiele heute verloren. Ich bin schon da, Digga. Oh mein Gott! Oh mein Gott, er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter! Das ist doch zu krass! Oh mein Gott! Direktspiel! Jawohl, Alter, ein Schuss aufs Tor. 2-1. Let's go, Digga. Man kennt ihn, Alter. FIFA 19. Wieder V-Spiel. Ich habe nichts gemacht. Wirklich nichts. Lappet-Torwart, Alter. Der ist weg diesmal. 100%. Der Herr wird kommen. Let's go! Sü! Ich spiele da auf Ronaldo, ne? Ich spiele eher auf R9 und der spielt einfach auf Cristiano, der gerade einfach so im Upside so chillt und irgendwas trinkt, Cocktail oder so, Digga. Wieder Pfosten. Ey, ich hasse das wirklich mit R9, immer Pfosten, Digga, immer Pfosten. Warum? Egal ob du gelb oder grün triffst, ist immer Pfosten oder Latte. Aber mit Hullet geht natürlich rein. Das ist normal, mit Hullet geht natürlich rein, weil er einfach krass ist. Und Ronaldo, der ist auch krass, aber er immer wieder Latte und Pfosten, Rage Quit. Somit stehen wir jetzt 24-4. 4-1 gewonnen, nach 77 Minuten ist er rausgegangen. Ja, der hat gar keine Shots gehabt. Wir haben auch sehr stark gespielt. So, noch ein Sieg, dann Elite 2. Let's go. So,
viele UCL-Karten am Start. Ja, wir müssen das Spiel gewinnen. Dann haben wir Elite 2 geschafft. Let's go. Was macht denn Couture bitte? Let's go. 1-0. Was? Wer war das bitte? Er berührt einfach seinen Kopf. Bitte, was für ein Spiel ist das? Bitte. Moin, Digga. Oh, bitte, wenn du Gott liebst, bitte, was ist das? Mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Der wieder blockt, Alter, jetzt blockt. Ey, das fuckt ab, Alter. Berührt einfach seinen Scheißspieler, Mann. Na endlich, Alter, let's go, Mann. Ronaldo, mit links macht er rein, aber mit rechts nicht. Das ist R9. Let's go! Ja, Mann, 3-1. Jungs, erste Halbzeit hier 3-1. Ich glaube, verdient. Ja, Passgenauigkeit nur 84%. Das muss eigentlich immer über 90% sein. Wir müssen da halt schön mehr Pässe spielen und genauer. Ja, let's go, zweite Halbzeit hier. So schlecht, ne? So schlecht. Was? Wieder Ronaldo, wieder Pfosten. Wieder gesehen, Mann. Boah. Er hat krass gehalten. Krass gehalten. Ich habe... Egal, ich sag nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. So ein Dreckspiel habe ich nie bei dem gesehen, ja. Lass mal bitte. Wenn das nicht mit Absicht stand, weiß ich auch nicht, wie kommt der Ball dorthin? Das ist alles mit Absicht. Dreckspiel. Rot. Rot. Es ist einfach rot und er trifft. Aber mit rechts trifft er nicht. Bitte. 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 Was? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe gerade rot getroffen. Das war einfach rot. Gibt's was hier? Das ist so eine Werbung, ja? So. Das ist rot. Einfach rot getroffen. Geht rein mit links. Aber mit rechts macht er nicht rein. Warum? Warum? Wir haben das Spiel hier gewonnen. Ich glaube, es war sogar verdient. Ihr könnt gerne unten in den Kommentaren mal schreiben, Jungs. R9 regt mich so auf. Wegen ihm haben wir Elite 1 verkackt. Wegen ihm haben wir Elite 1 einfach verkackt. Wir haben das Spiel hier 4-3 gewonnen. Ja, Passgenauigkeit 85%. Ja, es geht. 16 Schüsse, 9 Schüsse aufs Tor. Ich denke, es war schon verdient. Sagen wir mal so 51% für mich und 49% für ihn. Elite 2 geschafft. Wir haben noch ein Spiel. Wir müssen das Spiel auch gewinnen. Let's go. Wow. Wir spielen gegen T-Mox. Naja, letztes Spiel hier. Mal sehen, was wir hier machen. Also T-Mox, Grüße gehen raus, Digga. Naja, let's go.
T-Mox ist krass. Lol. Ja, ist einfach zu gut. Andere Kaliber einfach. Ja, Ehrentreffer. 3-1. Schade. Also, natürlich verdient T-Mox 3-1. Jungs, ich sag das immer im Video, ne? Unterschied zwischen einem YouTuber und E-Sportler. So sieht es aus. Ich denke, 3-1 ist schon sehr, sehr nice. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte auch viel Glück. Anstatt ein 3 könnte auch dann eine 5 stehen oder so. Ja, ich denke, 3-1 ist gut. Wie gesagt, T-Mox, auf jeden Fall GG, Digga. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Ja, wir haben insgesamt hier 25 Siege geholt. Richtig top. Ich dachte, wir holen noch am Ende 26 Siege, aber leider ist der T-Mox gekommen. Aber was soll's, nicht so schlimm. Trotzdem Elite 2 geschafft. Ja, das war's. Wir sehen uns dann morgen um 17 Uhr. Peace.